Hallöchen, liebe Freunde. Heute kommen wir zu meinen Top 10 Dark Blends. Welche Sorten mit höherem Nikotin habe ich so im ersten Halbjahr 2024 am liebsten verwendet? Was hat mir so am besten gefallen? Dazu kommen wir heute. Und bevor wir starten, schreibt gern eure Top 5 eurer 5 liebsten Dark Blend Flavor, die ihr so im ersten Halbjahr konsumiert habt. Was hat euch da so am besten gefallen? Schreibt es sehr gerne mal in die Kommentare. Wie auch schon beim Virginia-Video ist es auch beim Dark Blend-Video genauso. Das Ganze ist eine unsortierte Liste. Ich könnte sonst wochenlang oder müsste wochenlang überlegen, wo ich was hier einsortiere, auf welchem Platz. Deswegen ist das unsortiert. Einfach nur, das sind meine Top 10 besten unsortiert. Und da starten wir als erstes mit dem Aino Dark Rosy Pea. Das Ganze ist Granatapfel und Rose. Optimal zu mischen mit Doppelapfel. Finde ich ein richtig geiler Mix. Passt optimal zusammen, trifft es einfach perfekt. Und dafür nutze ich den Rosy Pea am liebsten. Er wird auch safe mit anderen Sachen gut gehen. Kann auch sein, dass ich es mal ausprobiert hatte. Aber dieses Jahr habe ich schon so viele Köpfe Rosy Pea dazugemischt zum Doppelapfel. Das schmeckt einfach perfekt. Die Kombination aus diesem Anis mit der Rose. Man merkt den Granatapfel nicht so krass, finde ich. Die Rose ist da eher im Vordergrund. Ist einfach ein perfekter Mix. Außerdem ergibt einen perfekten Mix Doppelapfel mit Darkside Needles. Deswegen muss er natürlich auch mit auf der Liste hier stehen, weil ich da schon so, ja, 300, 400 Gramm habe ich da locker weg, nur durch Mixen dieses Jahr. Genauso beim Rosy Pea. Beim Rosy Pea aber mehr. Dem habe ich mehr Mix dieses Jahr gehabt. Aber deswegen muss der Darkside Needles hier auch drauf stehen, weil wenn ich den in einem Mix habe und oft verwende, dann muss er ja natürlich mit auf der Liste stehen. Und da steht der Darkside Needles. Das ist so Kiefernzapfen. Richtig geil mit Doppelapfel. Genauso wie richtig geil mit Rose. Könnte nicht mal sagen, welchen Mix ich besser finde. Mit Doppelapfel finde ich mit beiden geil. Und wenn du noch einen Mix suchst, schau gerne mal auf dylle.de/mix. Da findest du meine Mixe oder auf dylle.de/euermix. Falls du nicht weißt, was du zusammen mixen sollst, da findest du entweder meine oder die von euch, die ihr bewertet habt. Vielleicht findest du ja was da drin, wie du deinen Mix das nächste Mal gestalten kannst. Blackburn Papaya Dinner Papaya ist für mich einfach immer noch so der heftigste Blackburn, der überraschendste Blackburn und immer noch die Frucht, wo ich am unerwartetsten bin, wie die auf einen Tabak performen kann oder wie man da das Aroma gestalten kann. Deswegen Blackburn Papaya Dinner, ich hole ihn mir nicht oft. Aber wenn ich ihn mir hole, dann ist er eigentlich immer instant leer, weil ich den einfach lecker finde. Das ist echt immer noch so ein Ding, wo ich mich frage, wie? Wie kann das sein? Das ist auch unbeschreibbar. Es hat was Süßes, einfach Leckeres. Auch ein Stammgast schon seit längerem ist der Must-Age Blackberries. Früher hieß er Blairy. Das Ganze ist Brombeere. Ich stehe auf Brombeere. Ist genau dasselbe. War der erste Brombeere gewesen, den ich so probiert hatte und ja, immer noch der, der mir mit am meisten im Kopf hängen geblieben ist. Hier gibt es noch einen zweiten auf der Liste, den ich aber mittlerweile mehr konsumiere. Trotzdem konsumiere ich den Must-Age Blackberries einfach immer noch gerne. Brombeere, kannst du nicht mit falsch machen. Leckere Sorte. Ocean Olymp, das Ganze ist Limette. So die Limette, die mir persönlich so mit am besten gefällt, mische ich immer mal so ein bisschen mit rein, weil so dieser richtige krasse Limettenhype, dass es pur geht und extrem, das ist so ein bisschen bei mir vorbei, aber trotzdem habe ich ab und zu mal Bock, da irgendwie noch ein bisschen Limette mit rein zu mixen. Und da nehme ich dann den Ocean Olymp. Limette finde ich geil, passt zusammen mit dem Dark Blend und deswegen steht er hier mit drauf. Eine Sorte, an die ich mich erst sehr gewöhnen musste, ist der Must-Age Jungle Juice. Das Ganze ist Maracuja und Ananas. Ich finde, wenn man den pur konsumiert, ist der richtig bissig teilweise manchmal und so richtig. Aber Mix ist manchmal so dieser Maracuja-Ton so richtig schön, ja, spritzig, fruchtig so. Das hat so richtig fruchtfleischmäßig, unbeschreibbar, aber ich finde, der wertet manchmal so ein Mix ein bisschen mit auf. Und ja, deswegen steht er mit drauf, der Jungle Juice, weil diese Kombination ist an sich lecker. Ich finde aber immer, merkst du mehr Maracuja anstatt Ananas. Also wenn man Maracuja feiert, dann ja. Wenn man jetzt Ananas feiert, ist das nicht, wo ich sage, ja, dann hol dir den. So, weil ich finde, ich schmecke da eigentlich nur Maracuja raus. Und die Ananas schwingt da nur so ein bisschen mit. Und ja, Must-Age Jungle Juice mixe ich immer mal wieder gern mit rein. Und deswegen muss er ja auch mit draufstehen. Eine Sorte, die wie der Blackburn Papaya ist. Ich weiß nicht, wann ich diese Sorte, die in diesem Tabak drin ist, das letzte Mal gegessen habe. Ich bin der Meinung, ewig her. Und ich feiere es an sich gar nicht. Das ist der Sebero Omst Rhabarber mit Johannisbeere. Ein richtig eigener Geschmack. Genauso wie der Papaya von Blackburn. Diese Rhabarbernote hat sowas leicht Saures.
Und ja, das killert so ein bisschen im Mund, das ist unbeschreiblich. Ja, der Sebero Omsk ist eine geile Sorte und deswegen steht er mit drauf, weil es einfach so richtig was Besonderes ist. Man muss bei Sebero sagen, hat auch nicht so das Nikotinlevel wie hier andere auf der Liste, hat aber mehr Nikotin als Virginia, deswegen steht er eher mit auf der Dark Blend Liste. Und ja, diese Rhabarbernote finde ich echt verrückt. Schreibt mal gerne in die Kommentare, wenn ihr Rhabarber feiert, ob das das gut trifft. Weil ich werde Rhabarber nie wieder probieren, weil ich das früher nie gefeiert habe. Ich müsste es mal wieder probieren. Ich finde aber die Sorte lecker. Schmeckt das wie Rhabarber? Ist das wirklich so? Wir hatten schon ein paar warme Tage dieses Jahr. Und wenn immer ein paar warme Tage sind, fange ich an, etwas Kismet Black Cane mit reinzumischen. Das ist so ein kühler Pfefferminzbonbon. Finde vom Geruch her ist das so leicht Richtung After Eight ohne die Schokonote. Daran erinnert mich das so ein bisschen. Diese kühle Note ist ganz angenehm, weil ich dieses Cooling manchmal nicht kann. Also ihr seht, dass bei mir immer Sorten nicht so richtig mit Kühle auf der Liste sind, weil ich Kühle nicht so extrem feiere. Aber den finde ich an sich ganz lecker, weil der nicht so krass auf Cooling ist. Ein bisschen mit reingemixt, finde ich den gut. Außerdem steht natürlich auch drauf der Blackburn Mango. Das ist Mango, den finde ich gut. Weil das ist so eine leicht spritzige Mangonote und ja, die wirkt so ganz dezent. Wirklich dezent. Ich finde, im Meerloch kommt das manchmal, als wenn da so ein ganz leichter cremiger Touch drin ist. So ein ganz dezenter. Und hat eine schöne Süße, passt gut mit dem Blackburn Rohtabak. Finde ich, kommt auf dem Meerloch richtig geil. Wenn ich den auch mal da habe, ist ja auch wie der Papaya mal relativ schnell leer. Deswegen kaufe ich den immer nicht so oft. Aber deswegen muss er natürlich mit draufstehen, weil wenn ich ihn mal hier habe, dann dauert es immer nicht lang, dann ist er leer. Und bei der letzten Sorte auf der Liste kann ich eine kleine Geschichte zu erzählen. Wenn ich nicht weiß, was ich zu einer Sorte dazu mischen soll, dann nehme ich immer den. Ich habe Bock auf Sebero Omsk, dann nehme ich immer den. Ich habe Bock auf Marcel Jungle Juice, ich weiß nicht, was ich dazu mischen soll, ich nehme immer den. Und die Sorte ist Ino Dark Black. Ich nutze sie grundsätzlich, weil ich weiß, ich habe auf die Sorte immer Bock. Und die schmeckt mir einfach immer, nämlich die grundsätzlich immer, wenn ich nicht weiß, was ich mixen soll. Wenn ich einfach Bock auf den Kopf habe, weiß aber absolut gar nicht, was ich rauchen soll. Dann nehme ich Ino Dark Black und baue mir dann vielleicht da drum irgendwie etwas. Ich habe auf diese Sorte einfach immer Bock und die Sorte steht bei allen Dark Blends so über allen. Das ist so grundsätzlich meine absolute Lieblingssorte aktuell bei Dark Blend, weil das passt einfach. Da passt für mich alles da dran. Ich weiß noch, wie wir damals den Prototypen getestet haben und ich fand damals den Black Ice richtig krass. Und einer hat überlegt, ja, wir wollen den auf Dark rausbringen, aber ohne Kühle. Und ich war so, geil, wirklich, absolut geil. Nichts gegen den Black Ice mit Kühle. Auch gut, das ist die gleiche Brombeernote. Aber ohne Kühle ist das für mich die Sorte. Immer geil zu mixen, pur, das passt einfach immer. Und am Ende bleibt mir nichts weiter zu sagen, außer, wenn es euch gefallen hat, schreibt, wie gesagt, sehr gerne eure Top 5 in die Kommentare. Und schaut gerne in das Virginia-Video vorbei, wenn ihr euch für Virginia interessiert. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Checkt links in der Beschreibung. Bis dann, macht's gut. Ich wünsche einen guten Dark Blend.